Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe. Heute will ich euch mal was Älteres vom Playmobil zeigen. Und zwar habe ich vorhin in meiner Kiste von damals noch eine Verpackung vom Playmobil gefunden mit der Artikelnummer 3824. Und das war der Hirte mit einer Schafsherde und seinem Hirtenhund. Und da war noch ein Baum dabei, auf dem ein Adler gesessen hat. Die Verpackung war damals schon ähnlich wie die man heute kennt. Nur die Zahlen waren in so einer grünen Kasten umrandet. Und hinten drauf war aber auch wie heute, wie immer, diese Inhaltsbeschreibung mit dem Baum, der Schafsherde, dem Hirten, seinem Mantel, dem Adler und dem Hund und dem Hirtenstab. Und ich würde sagen, wir packen das mal gemeinsam aus und dann schauen wir uns die Schafsherde noch gemeinsam an. Los geht's! Fertig aufgebaut, schauen wir uns das Ganze jetzt mal noch an. Als erstes schauen wir uns mal den Hirtenhund an. Bei dem sehen wir, dass wir die Hinterbeine bewegen können. Und auch den Kopf auf und ab. Der hat schwarzes Fell und auch hier am Hals ist es schön angezeichnet, wie als ob der Hund einen kleinen Bart hätte. Und seinen Schwanz kann man leider nicht bewegen, aber der bewegt sich ja dann automatisch, wenn man die Beine bewegt. Dann haben wir hier hauptsächlich so weiße Schafe, das ist jetzt ein großes, ausgewachsenes Schaf. Und dann haben wir auch noch Babyschafe. Da können wir auch jeweils den Kopf bewegen, sonst leider nichts. Und dann haben wir noch ein schwarzes Schaf, das schwarze Schaf der Herde. Bei dem können wir auch den Kopf bewegen, aber das hat auch hier schön angedeutetes Fell. Man sieht auch die Augen, die Ohren oder die Hörner. Und dann haben wir hier noch den Hirten. Der hat so ein typisches Hirtenoberteil an, eine rote Jacke mit Knöpfen, das ist eher wahrscheinlich eine Strickjacke, eine grüne Hose und hat einen grünen Hut auf, hat seinen Hirtenstab hier und den Hirtenumhang und hat auch taugliche Schuhe für draußen an, die sind schwarz. Dann haben wir hier noch den Baum, auf dem sitzt ein Adler. Der lauert bestimmt drauf, irgendwelche Mäuse oder Kaninchen vom Feld zu jagen und die dann auch zu essen. Wenn euch das Video gefallen hat, das Retro-Video vom Playmobil, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und unseren Kanal abonniert und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!